Und Außenministerin Baerbock, die flankiert sozusagen dieses NATO-Treffen, denn sie ist aktuell bei ihrer Reise durch Skandinavien unterwegs und pocht darauf, dass Schweden und Finnland schnell NATO-Mitglieder werden sollen. Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hatten beide Länder schon im Mai um die Aufnahme in das Bündnis gebeten. Alle 30 Mitgliedstaaten der NATO müssen dem Beitritt zustimmen. Die Türkei und Ungarn haben das aber bisher nicht getan. Vor allem der türkische Präsident Erdogan, der hatte ja zumindest zwar angedeutet, Finnland grünes Licht geben zu wollen. Bei Schweden fährt er einen ganz anderen Kurs, denn er wirft Stockholm vor, nicht hart genug gegen kurdische Aktivisten vorzugehen. Und er fordert außerdem die Auslieferung von türkischen Regimegegnern. Beim heutigen Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel werden aber sowohl Schweden als auch Finnland als Gastländer mit dabei sein. Jetzt geht es aber darum, dass das, was in Madrid zugesagt wurde, von allen NATO-Staaten auch zügig und gemeinsam umgesetzt wird. Schweden und Finnland haben umfangreiche Schritte unternommen, um das trilaterale Memorandum von Madrid umzusetzen. Und vor diesem Hintergrund, dass wir das gemeinsam als NATO-Staaten beschlossen haben und es klare Kriterien für den Beitritt in die NATO gibt, ist unsere Erwartung, dass alle Mitgliedstaaten der NATO, auch die Türkei und Ungarn, den Beitritt von Finnland und Schweden jetzt umsetzen und keine weiteren Verzögerungen bei der Ratifizierung in den Raum stellen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.